Julian Assange wird gejagt wie kein zweiter Journalist vor ihm. Er hat als investigativer Journalist gezeigt, dass im Irakkrieg amerikanische Soldaten Zivilisten erschossen haben und auch Journalisten. Alles, was bisher von WikiLeaks veröffentlicht wurde, entsprach der Wahrheit. Da war gar keine Fake News dabei. Und genau das ist das Problem. Weil er die finsteren Geheimnisse der Supermacht USA veröffentlicht hat und auch die finsteren Geheimnisse vieler anderer Regierungen. Und im schlimmsten Fall würde ihm sogar die Todesstrafe dafür drohen, dass er eigentlich nur seinen Job gemacht hat. Deswegen volle Solidarität mit Julian Assange. Da wollen doch die, die von sich behaupten, sie hätten die Demokratie erfunden, dem, der die Wahrheit aufgedeckt hat, an den Kragen. Wenn es möglich ist, einen Julian Assange hinter Gitter zu bringen, ja, für das, was er veröffentlicht hat, dann ist es auch übermorgen möglich, dich, ihn oder über jemand anders hinter Gitter zu bringen, weil er irgendetwas recherchiert und veröffentlicht hat, was der amerikanischen oder einer chinesischen oder einer russischen oder einer türkischen Regierung nicht passt. Darum müssen wir jetzt laut sein, wenn man ihn zum Schweigen bringen will.